Ja, ab heute gilt die Schutzmaskenpflicht bei Supermärkten. Wie setzt denn Hofer diese Pflicht um? Die beschlossenen Maßnahmen der Bundesregierung wurden natürlich von uns nach bestem möglichen Gewissen umgesetzt. Alle Maßnahmen, die wir treffen konnten, wurden umgesetzt und wir verteilen seit heute Ladenöffnung an alle unsere Kunden die MNS-Schutzmasken. Diese werden gratis zur Verfügung gestellt und für jeden Kunden ein Stück Maske bereitgestellt beim Eingang. Wie schaut es denn mit der Verfügbarkeit der Masken aus? Die Masken sind ja oft auch Mangelware heutzutage. Wie geht denn Hofer damit um und sind genügend Masken vorrätig? Derzeit warten wir natürlich auch selbst auf alles, was kommt. Also wir nehmen, was wir bekommen in dem Sinn. Wir haben heute Gott sei Dank überall Masken bekommen zum ersten Schritt. Der internationale Maskenmarkt in dem Sinn ist natürlich sehr hart umkämpft, wie überall bekannt. Wir bitten daher natürlich auch die Kunden, dass wenn sie eigene Masken haben, dass sie diese mitnehmen und ihre benutzen. Und solange wir keine durchgängige Verfügbarkeit bereitstellen können, dass Kunden dürfen natürlich ohne Maske nach wie vor einkaufen kommen. Da verweisen wir nochmal extra auf unsere Hygienemaßnahmen und Richtlinien, dass auch besonders auf den Abstand geachtet wird und an dem Eingang aller Hofer-Filialen ist mittlerweile auch ein Desinfektionsmittelspender zu finden, wo der Kunde nochmal sich desinfizieren kann, bevor er in die Filiale kommt. Und ebenfalls an den Kassen haben wir am Boden mittlerweile Abstandsmesser in dem Sinn befestigt und beklebt, einfach um da nochmal ein bisschen den Kassier und die Kunden auch voneinander entfernt zu halten. Wobei diese Toleranzfrist, die gilt ja jetzt bis zum 6. April. Ab dann ist es ja verpflichtend, diese Masken zu tragen. Andere Supermarktketten lösen das so, dass auch sozusagen eine flexiblere Auslegung angedacht ist, beispielsweise mit einem Schal, mit einem Tuch. Wäre das auch ein probates Mittel für Hofer? Dazu können wir noch keine Aussage tätigen. Auf die Informationen warten wir selbst noch. Wie wird denn das Thema Zugangsbeschränkungen gehandhabt, wenn die Masken jetzt wirklich verpflichtend sind? Gibt es da Security-Mitarbeiter, die darauf achten? Wie ist denn hier die Herangehensweise? Gott sei Dank haben wir diesen Ansturmhöhepunkt von Mitte März überwunden und es hat sich wieder alles etwas normalisiert in dem Sinn. Die Kunden kommen verteilt über den Tag über. Wir bemerken auch, dass dieser extreme Ansturm vor Ladenschluss nicht mehr stattfindet, da ja jetzt natürlich die Leute nach und die Kunden nach dem Arbeiten in dem Sinn nicht mehr einkaufen kommen müssen. Wir sind ganztägig geöffnet nach wie vor und die Kunden kommen auch gut verteilt. Das heißt, aktuell ist es für Hofer kein Thema, eine Einlassbeschränkung einzuführen. Es geht sich derweil für jeden Kunden perfekt aus, dass dieser kommen kann. Wie sieht es denn bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus? Gibt es hier besondere Vorschriften zur Einhaltung der Hygiene? Die Mitarbeiter und Kunden liegen uns natürlich sehr am Herzen und deshalb auch in dieser Situation, dass die Hygienevorschriften umso mehr eingehalten werden. Also sie sind im Lebensmittelhandel ja recht strikt so oder so, aber jetzt wird für jeden Kassier ein Desinfektionsmittel an der Kasse bereitgestellt, eben die Plexiglasscheiben, wie schon bekannt, die an den Kassen montiert sind, die Abstandshalter bei den Kassen für den Kunden. Und in den Sanitär- und Nebenräumen ist ebenfalls überall Desinfektionsmittel für die Mitarbeiter zur Verfügung gestellt. Dieses wird auch im Laufe des Tages wirklich häufig genutzt. Auch bei Schichtübergaben wird der Arbeitsplatz gereinigt. Ich fange an beim PC-Platz bis zum Kassenplatz Desinfektionsmittel zu sprayen und einfach drüber zu wischen. Das machen wir auch in der Backbox, unser hygienesensitiver Bereich, wo die Klappen und Griffe der Backbox selbst mehrmals am Tag gereinigt werden. Und ebenfalls bekommt jeder Mitarbeiter eine MNS-Maske zum Dienstantritt.